Wir haben über 100 Boote der Frontex-Agentur, die vor Lampedusa kreuzen. Lampedusa, wie Sie wissen, gehört zu Italien. Ja, warum kreuzen die vor Lampedusa? Da sind ja die Menschen schon in den schlichtesten und gefährlichsten Booten übers halbe Mittelmeer. Zwei Drittel. Da glaube ich doch, dass es besser ist, dass die Marinen aus Deutschland, Holland, Frankreich, Großbritannien, wie sie da heißen, Spanien, zusammen mit den über 100 Frontex-Booten ins Mittelmeer verlegt werden, dort aber an die libysche Grenze, da kommen die meisten nämlich rüber, in die Hoheitsgewässer, 12-Meilen-Zone, das kennen Sie, und auf dieser 12-Meilen-Zone patrouillieren und alles, was an Booten völlig überladen in See sticht, auffangen und zurückschicken. Dann sterben zumindest keine Menschen mehr im Mittelmeer. Das ist doch wohl das Wichtigste. Das ist doch das Wichtigste. Allerdings würde ich dafür plädieren, ein, zwei Figuren da zu behalten. Das sind die Schlepper, meine Damen und Herren. Und die würde ich in der Tat nach Lampedusa schicken, würde sie dort vor Gericht stellen. Und dann möchte ich bitte schön die Fernsehteams von RAI und ZDF und ARD und TV5 und BBC haben, die über diese Prozesse berichten und am besten danach die Schlepper in den Steinbruch zum Steinekloppen schicken. Was meinen Sie, was für einen Eindruck das machen würde in allen arabischen Ländern, wenn dann die Leute dort merken, die Unsummen von Geld einnehmen, wie ihr Schicksal eventuell aussehen könnte. Das hat eine abschreckende Wirkung. Das glauben Sie nicht? Ich glaub's.